herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Es ist wieder Montag. Gestern habe ich nicht gefilmt, weil Sonntag war und dann habe ich gedacht, ich mache eine kleine Pause. Und abends war dann das Fest und da war Amy McDonald da und es war so, so toll. Ja, und jetzt habe ich hier ein bisschen klar Schiff gemacht. There. Da waren nämlich noch meine ganzen Schulsachen und so. Gefrühstückt habe ich. Es ist jetzt aber auch schon gleich 1:30 oder so. 1:45 ist es. Ja, nee, 1:45 ist es. Genau. Und jetzt muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Ich bin wieder zurück. Ich habe all meine Duties für heute erledigt. Jetzt habe ich Hunger. Ich muss noch meine Tasche jetzt dann ausräumen. Aber jetzt mache ich mir erstmal was zu essen. Ich habe gerade den Vlog von Manda geschaut und also nicht den letzten, sondern den vor ein paar Tagen. Und da hat Alex so lecker gekocht mit so Gemüse und Spaghetti, als Marie vom Flughafen heimgekommen ist. Und das hat mich jetzt inspiriert und jetzt mache ich das mal nach. Also danke Alex für deine Motivation. Und zwar hat er da so, das erzähle ich gleich, wenn ich dann koche, erzähle ich es dann. Frischen Rosmarin. Und das Essen ist fertig. Und bald muss ich los zum Auftritt. In einer Viertelstunde wollen wir los. Und ich bin noch ungeschminkt und nicht angezogen. Meine Sachen sind nicht gerichtet. Das wird knapp, Fabienne. Ich bin angezogen. Das ist die Uniform. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Ich habe schon gefrühstückt und mich geduscht, deswegen sind meine Haare auch noch ein bisschen nass. Und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg in die Stadt. Heute hat nämlich der Ben Geburtstag, ein guter Freund von mir. Und dem muss ich noch ein Geschenk kaufen. Es ist richtig schlechtes Wetter draußen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich... Es hat wieder geregnet. Eine dicke Jacke brauchen. Und es ist der 25. Juli, Leute. Und es regnet einfach in Strömen und es ist kalt. I don't like it. Ich bin wieder aus der Stadt zurück. Es regnet einfach in Strömen. Es ist so, so krass. Und es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Auf jeden Fall habe ich alles bekommen, was ich bekommen wollte. Den Gutschein habe ich. Ich war bei der Bank. Ich war bei DM. Habe mir noch ein Puder gekauft, weil meins fast leer ist. Und jetzt habe ich mir ein Sandwich machen wollen. Ich muss nämlich bald schon wieder los. Und das Geschenk muss ich jetzt auch noch fertig machen. Aber ich wollte zwischendurch noch schnell was essen. Jetzt habe ich mir so ein Sandwich gemacht. Und der Sandwichmaker, der war einfach frisch geputzt. Jeanette hatte den frisch geputzt und ich glaube, ich hätte da vorher ein bisschen Butter oder Öl oder sowas reinmachen sollen, dass es nicht so klebt. Und jetzt habe ich hier so ein nicht so sehr leckeres Sandwich. Aber ich esse es trotzdem. Ich habe so einen Gutschein gemacht und ich habe keinen schönen Umschlag mehr gehabt. Jetzt muss ich so einen hässlichen nehmen, so zum Verschicken. Aber der Sticker macht's. Jetzt hat er auch einen guten Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Es ist jetzt 8:50 und ich bin schon wieder auf dem Sprung zum Weg zum Zahnarzt. Auf dem Weg zum Zahnarzt. Und ich fahre mit der Bahn hin, also nicht so spannend. Und ja, gefrühstückt habe ich schon und jetzt geht's los. So, der Zahnarzttermin ist fertig und... Ich muss echt sagen, dass es nicht sehr angenehm war. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so, so krass ist. Ich hatte ja schon mal ein Loch, aber das war nur so ein mini, mini kleines.
und da hatte ich fast nichts gespürt, also das war gar nicht schlimm. Aber heute, holla die Waldfee. Der hat anscheinend so den ganzen vorderen Zahn wegmachen müssen. Das habe ich gar nicht gemerkt bei mir beim Zähneputzen, ne? Und so. Voll komisch. Und das hat halt richtig, das hat nicht wehgetan, aber es war richtig unangenehm. Als würde er so den ganzen Zahn wegfräsen irgendwie, richtig eklig. Aber dann der Rest ging. And now it's done, it's over. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Tut mir leid, dass ich gestern nicht noch weiter gefilmt habe. Aber nachdem ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich erstmal ein Powernap gemacht. 4 Stunden lang, weil es ging einfach gar nichts mehr. Es ist jetzt 10 vor 11 und um 11:30 muss ich bei der Bank sein. Und dann habe ich da einen Termin zum Konto umschreiben. Schaut mal, wer da ist. Oh, hallo. Die Lina ist am Start. Ich bin wieder zurück von der Bank. Und jetzt ist Lina gekommen, um mir ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Bisschen Deutschkurs. Genau. Hier. Voll die komische Perspektive gerade. Um mir ein bisschen Gesellschaft zu leisten, weil mir war langweilig und... Oh. Ich sterbe. Ciao. Und jetzt haben wir Hunger und jetzt gehen wir einkaufen, holen uns Enchiladas und dann machen wir uns was zu essen. Yes. Lecker Schmacker. Adios. Wie gerne oder sowas? Nee, sie gar nicht. Hey, wieso geht's links rein? Ich auch nicht. Hä, voll komisch. Es geht gegen das System. Gegen den Strom ist das auch. Cool. Wenn es keine Enchiladas gibt, gibt's auch kein Lidl. Geht hier weg. Tut mir leid. That was a nice try. Man hört nichts wahrscheinlich. Jetzt müssen wir doch zur Rewe gehen. Second try. Hier. She found it! Definition von perfect. Pitch perfect. Ah, der war voll gut, der Witz. Von wem hast du den? In 2 Stunden kommen die Katzen. Ich freue mich schon so. Das ist jetzt so süß. Die Katzen da. Hallo. So eine Matte davor wäre nicht schlecht. Und ich habe da nämlich Sand überall. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Es ist jetzt 10:55. Oh, entschuldigt bitte diesen coolen Dutt. Es ist 10:55 und ich bin gerade aufgewacht und es ist schon Full House bei uns. Guckt euch mal dieses... Der Nonos staubsaugt schon. Die Cats. Was machen die Cats? Das sind die Katzen. Mama, hast du ein Spielzeug gefunden? Hast du ein Spielzeug gefunden? Ja, toll. Die Kerze ist auch schon wach. Und in der Küche ist Jeanette einfach schon am Backen. Und dann meinst du so, hier, ich hab dir Frühstück gemacht. Schaut mal, wie geil. Ist das warm? Ja, das ist warm. Apple Crumble. Birnen Crumble. So lecker. Der Morgen macht den Tag. Das ist das Frühstück. Bien Crumble, selbstgemachte Himbeermarmelade und ein selbstgemachtes Croissant. Schaut mal, wo ihr euch versteckt habt. Hallo. Ich bin jetzt geschminkt, wie ihr sehen könnt. Und fertig angezogen.
Wow, Fabienne, es ist schon kurz nach 3:30 und du bist angezogen. Amazing. Lazy day be like. Okay, auf jeden Fall kommt gleich der Ben her und schaut noch die Katzen an. Und dann gehen wir zusammen in die Stadt. Er möchte nämlich zum Foto, nicht Fotostudio, Tattoo-Studio und Piercing-Studio gehen. Sich da mal informieren. Und I'm going with him. Genau. Mein Zimmer habe ich aufgeräumt. Bett ist gemacht. Meine Kleider sind aufgeräumt. Also ich war nicht ganz so lazy. Genau, und jetzt warte ich noch auf ihn. Ich warte auf ihn. Oh mein Gott. Ich warte auf ihn und dann gehen wir los. Und wir wollen auch noch zum Friseur gehen. Für mich. Weil ich muss meine Haare unbedingt mal wieder schneiden lassen. Außer nach Kalea und dem ganzen Meer und Salz und Sonne und so sind die richtig, richtig kaputt. Und Spliss gefühlt nur noch. Deswegen muss ich sie schneiden lassen, aber ich will sie nicht abschneiden. Ich mag nicht so gern kurze Haare an mir. Ich mag es lieber, wenn sie lang sind. Und jetzt sind sie gerade etwas länger geworden. Jetzt muss ich sie wieder abschneiden, weil sie wieder Spliss haben. Also irgendwie, ich kriege das mit der Pflege nicht so gut hin. Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr eure Haare pflegt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Weil bei mir ist immer so, immer wenn ich sie lang wachsen lasse, werden sie splissig und wieder kaputt. Und ich wasche sie aber nicht jeden Tag, alle zweiten, dritten Tag und mit Shampoo und Spülung und ich glätte sie fast nie, mache mir fast nie Locken. Also ich weiß nicht, was ich falsch mache. Okay. Also wir waren jetzt in der Stadt, wir waren beim Piercer, aber Ben hat sich kein Piercing stechen lassen. Ne, wir wollten uns ja erstmal informieren. Und wir waren beim Friseur, ich habe meine Haare schneiden lassen. Die sind jetzt gar nicht so kurz, also ich habe es schlimmer befürchtet. Und jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg. Es gab eine kleine Planänderung. Und zwar gehen wir jetzt erst ins Kino. Wir schauen den Film an Valeria. Kein Plan, um was es da so wirklich geht. Aber der Joe war da schon mal drin und sagte, das wäre richtig cool. Was lustig ist, dass Ben mit seiner Familie da jetzt auch reingeht, mehr oder weniger spontan. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nochmal. Und nach dem Kino gehen wir dann feiern. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Entschuldigt bitte die Verwirrung. Es ist heute jetzt nämlich schon Sonntag, Mittag. Und ich wollte ja sonntags normalerweise gar nicht filmen. Das Problem ist nur, dass ich gestern nicht gefilmt habe. Und deswegen muss ich das heute nachholen. Da ich halt dann direkt von meiner Freundin zum Geburtstag gefahren bin, ohne zu Hause gewesen zu sein, war ich dann nicht in der Lage, meine Kamera mitzunehmen. Und deswegen auch nicht zu filmen. Deswegen gab es gestern keinen Vlog. Oder kein Vlog-Szenen-Ding. Und deswegen filme ich jetzt heute. Ich hoffe, die Verwirrung ist nicht allzu groß. Es ist jetzt Sonntag, nicht Samstag. Später gibt es trotzdem das Sunday-Preview. Und wir sind jetzt auch schon gleich wieder auf dem Sprung. Und zwar gehen wir... Oder wir gehen. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich fahre die schnell zu ihrer Freundin nach Graben. Und mit dem Auto. Genau, das ist der Plan für heute. Und dann muss ich noch den Vlog schneiden. Den Weekly Vlog. Heute ist Sonntag, also Cutting Day. Und sorry für die komische Perspektive gerade. Ich ziehe nur gerade meine Schuhe an. Ich habe übrigens heute das erste Mal meinen Rock an. Den ich in Barcelona gekauft habe. Ich weiß noch nicht so genau, mit was ich den kombinieren kann, weil das weiße Top ist irgendwie so... Nicht so der Burner, aber ich ziehe jetzt auf jeden Fall noch eine Zehntjacke oben drüber. Und dann sieht es doch ganz fesch aus. So sieht es jetzt aus. Der Rock ist hinten länger wie vorne. Und ich finde es voll cool, wenn man läuft, dann flattert der so. Ich finde ihn voll schön. Was ist das? Ah, das ist nur ein Fleck auf der Scheibe. Ups. Ich sollte mal wieder putzen. Es wird heute Abend noch lustig, weil heute Abend kommt nämlich der Momo, der Hund vom Joe. Und dann lernen die sich erstmal kennen, die Katzen und der Hund. Das wird sehr aufregend. Nala, was mache ich da? Guck mal, die beobachtet mich da, die Katze. Oh, musst du gehen. Halt dich mal, du Schöne. Schau mal, wie schön du bist. Oh.
Und jetzt das Sunday Preview für die nächste Woche. Die nächste Woche wird eine Aufräumen-Putz-Aktionen-Woche. Das heißt, nicht sehr interessant. Aber dafür möchte ich einen Roadtrip mit meiner Schwester machen und den werde ich filmen. Also werdet ihr jetzt im nächsten Weekly Vlog ziemlich viel von unserem Roadtrip sehen. Und am Wochenende bin ich mit meinem Papa und seiner Freundin in München. Da gibt es aber nochmal einen extra Travel Vlog. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem.